Das ist der älteste Jazzclub der Welt hier und wir müssen den leider nicht anzünden. Also, ja, wir wollen ja noch ein Seminar hier vielleicht mal machen. Ne? Also, wenn es brennt, Wasser drüber kippen oder so. Ne? Wenn das selber brennt, ist nicht so schlimm. Ne? Nur die Kamera draufhalten. Ne? Nein, natürlich keine Verletzten hoffentlich. Ne? Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von R und K Barbecue. Wie ihr seht, wir haben hier zwei wunderschöne, dynamische junge Männer an unserer Seite. Moin, Tag und Hallo aus Hasewinkel. Genau, einmal ist das der Pfiffi und der Dr. Kai. Und wir sind heute hier beim Lunzer Seminar und werden für euch ein paar Eindrücke sammeln. Wie ihr seht, hier hinten der schöne Container von der Grillshow. Und wir machen mit dem Kai und dem Pfiffi zusammen Souvlaki-Spieße mit einer Metaxa-Soße. Genau. Ja, und was hier noch so alles los ist, denke mal, das werdet ihr alles sehen und seid gespannt. Ganz genau. Seid gespannt und zünden! 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 Hallo, ihr genau, Jungs. Ihr habt gerade so wunderschön gebrüllt bei unserem Motto. Ja, zünden! 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 Das erste Mal. Wir sind das erste Mal dabei. Ja. Aber wir gucken Johnny schon seit über 10 Jahren. Also er und ich zumindest. Ja. Und ihr kommt ja aus Hasewinkel oder kommt ihr aus? Wir kommen von ca. 150 Kilometer weiter weg, aus Bad Laspe. Okay, ist aber vorbeigefahren. Kennt ihr das? Ja, ist immer vorbeigefahren. Ja, wirklich. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Ihr wart bis jetzt das perfekte Echo. Sollen wir nochmal Echo machen? Können wir machen. Zünden! Zünden! Dann ist ein Echo! Ja, und dann werden wir mal hier eine kleine Runde drehen für euch. Wie ihr seht, da hinten ist die Crazy Cooking Queen mit dem Pfiffi. Die Zuschauer sind auch schon da. Hier sind wir auch bei ein paar altbekannten Mitstreitern. Und zwar sind wir jetzt hier beim JJ. Und zwar vom Kanal der Hesse JJ. Genau. JJ. Du bist heute hier mit Helfer dabei? Jawohl. Mit dem Sohn, ja. Mit dem Sohn? Okay. Jawohl. Sieht man die Ähnlichkeit nett, oder was? Ja, doch. Es passt. JJ, was machst du heute alles hier? Wir machen ein hessisches Bauernsteak. Und zwar besteht das aus einem Steak. Dann kommt da Zwiebel drauf. Die Zwiebel werden hier noch schön mit Zucker karamellisiert und dann machen wir eine echt hessische Handkäs-Soße. Das ist total geil. Das sollte jeder hier probieren. Okay, also hallo. Ja, und zwar sind wir bei Bastis Barbecue angekommen. Genau. Basti, grüße dich. Hallo. Du bist heute das erste Mal dabei, wa? Ich hab hier nicht Lust. Mach mal so. Okay. Ja, ich bin heute das erste Mal dabei. Ja gut, als Teilnehmer schon dreimal. Zweimal als Helfer und jetzt mit dem eigenen Kanal. Genau. Und übrigens, der Basti muss auch schon seit Jahren bei uns kommentieren. Und fleißig. Und wir natürlich auch bei ihm. Basti, was machst du heute? Ich mache uns einen Spicy Barbecue Bacon Mini Cheeseburger. Dafür bereite ich gerade die Patties vor. Okay. Ja. Das dauert noch ein Weilchen. Auf jeden Fall. Und das machst du dann alles auf Klappo, auf der Feuerplatte? Auf dem Klappo mit der Feuerplatte und auf dem neuen Klappo-Modell mit der Platte. Gut, Basti, dann wünschen wir dir viel Spaß. Alles klar, bis später. Ja, und jetzt sind wir hier beim Grillkunst Gerrit angekommen und er haut gerade Kartoffeln in die Pfanne. Und ich habe ja noch ein bisschen was offen. Das sind auch vorgegartet. Ja. Aber die kriegen halt ein bisschen Holz nach oben. Beim letzten Lunzer habe ich ihn ja kaum auf dem Bild gehabt. Das stimmt allerdings. Und da habe ich so eine Rüge gekriegt und da habe ich ihm versprochen, dass ich eine Permanentkamera abgerichte. Genau. Ja, da werde ich dich beim Wort nehmen. Ja, hättest du machen sollen, ja. Aber der Grillkunst Gerrit ist ja nicht alleine gekommen. Er hat ja seinen besten Kumpel mitgebracht und zwar den Tommy von Tommys Barbecue Live. Ja, einen schönen Tag. Genau.
Und ihr beide macht heute zusammen eine Detmolder Brauhaus-Stop. Okay. Also auf alle Fälle, was ich hier so sehe, sieht das schon richtig mega aus. Ich hab die letzten. Aber auch was will man mehr? Genau. Zwiebeln, Fleisch und Bier. Die beste Variante, die es gibt. Weg. Jetzt würde ich mal vermuten, sind wir beim Gemüsemann. Hallo! Also, keine Freundlichkeit mehr gegenüber. Ich sehe hier nur Gemüse. Gemüse. Oh, Gemüse. Fleisch aber versteckt. Selbst in den Töpfen Gemüse. Also, wir sind zum richtigen Moment am richtigen Ort gekommen. Das ist mir jetzt ganz unangenehm. Also, Nils. Der Nordsee-Gemüsemann ist. Nein, das. Nee. Was stimmt hier? Nils, jetzt Spaß beiseite, was macht ihr? Wir machen, das wird Schichtfleisch, aber als Braten. Ja. Man Schichtfleisch braten, dann schneiden wir frisch auf mit frittiertem Rosenkohl. Vorweg gibt es einen Bloody Mary Shot, einen Schnaps, einen Wodka. Mit Tomatensaft, Gewürzen und so. Ja, ich komm gleich vorbei. Im Kühlhaus steht das schon. Dann machen wir noch Wraps, Cheeseburger Wraps. Okay. Schön flach Hackfleisch aufgebracht auf die Wraps. Angebraten von beiden Seiten, Käse drauf, überbacken. Und Salat und schönes Dressing. Und dann haben wir noch, warte mal, 1, 2, 3, 4, 1, Sache. Und dann kommt die süße Nachspeise. Das sind Mumu-Bonche. Oh. Karamell-Bonche. Ja. Die werden im Bacon gewickelt, angebraten, mit Schokolade überzogen und dann mit Haselnuss-Krakan überzogen. Okay. Also und dann hast du quasi einen Lolli. Ja. Habt ihr schon irgendwie Zeit, wann wir fertig sind? Also, irgendwann heute. Heute. Gut geplant. Heute ist geplant und wird auch morgen früh oder so. Sagt Bescheid, wenn es soweit ist. Also wir kommen vorbei. Wenn wir wieder nüchtern sind, ist es alle. Ja. Also viel Spaß beim Gemüseschneiden. Ja. Und jetzt sind wir bei alten Bekannten und zwar beim Heiko von Kontgrill Barbecue. Und wir kennen uns auch schon ewig recht. Ja, natürlich. Also bestimmt schon zwei, drei Lunzer auf alle Fälle. Also zwei, drei Lunzer. Und ist das vierte? Können wir schon vier Lunzer. Da können wir schon vier Lunzer. Ja. Ja, das ist richtig geil. Und der ein oder andere kennt ihn sogar vom Fulda, von der Meisterschaft oder Wir waren in Costa Rica. Costa Rica war auch dabei. Ja. Jungs, ihr seid spitze. Ja. Zünden! Und neben mir habe ich den, kennt noch keiner, so ganz neuer. Ja. Der okay. Wildfire, der Dirk, der kommt aus dem Saarland. Aha. Und er ist jetzt das erste Mal dabei. Hi, servus. Servus. Und jetzt kann ich schon die ganze Sauhaufen kennen. Oh nee, das wird schon begeistert. Das kann ich mir vorstellen. Was ich ja noch geil finde, ist ja, wir sehen uns in der nächsten Woche. Bei 10 Flocken, ne? Das ist alles. Aber die Kanone war ein bisschen größer, muss man wirklich sagen. Genau. Aber würdest du uns doch ganz kurz erzählen, was du heute hier machst? Oder ihr heute hier macht? Na, lass ich gerade mal den Dick erzählen. Wir machen Chicken Teriyaki, das heißt im Prinzip eine Teriyaki-Soße selbst gemacht, reduziert und dann Hähnchen scharf angebraten, auf der Hautseite klein gewürfelt, im Roma-Salatblatt serviert, mit ein bisschen Sesam, ein bisschen Frühlingszwiebel und einer Chili. Also ich würde mal sagen, ihr seid jetzt auf Platz 1 gerutscht. Schmecken muss es. Ja, also gut anhören, aber schmecken muss es auch. Ne? Wir sehen es mal. Wir lassen uns überraschen. Wir sind selbst gespannt. Also, hey, weil wir mal schnell gucken, was hier beim Heiko los ist. Muss mehr ruppeln. Scheiße Bewegung. Selbst die Gäste sind gut. Ja! Ja, Chicken! Der ein oder andere kennt ihn noch. Ich weiß nicht, ob er uns das gut möchte. Aber klar, kann er uns mit dem Raum auf den Lassnick. Moin! Ja. Grüß dich, Sönke. Hi. Bei was haben wir dich hier erwischt? Ich wurde gerade hierzu eingetragen. Und den Schinken schreiben. Aufzuschneiden. Aufschneiden und dann einmal bringen. Genau. Der eine oder andere kennt ihn noch von SSS Barbecue. Genau. Aber er sitzt wieder hier. Ja, ich wurde heute eingeladen. Ich musste kommen. Also genau. Haben Sie, also, geht kein Weg rum. Du, wenn die Grillshow ruft, ja, dann muss ich hin. Und wie ihr seht, das schneiden wir nicht verdammt. Nein. Das klappt. Das keine Ahnung vor. Aber dieses Brett sieht richtig geil aus. Das wird es geil.
Also nochmal. Also muss ich übt es jetzt. Genau so.